Herzlich willkommen aus Oberhausen. Hinter mir befindet sich die Köpi Arena. Hier finden jährlich über 100 Veranstaltungen statt. Von Helene Fischer bis Paul McCartney, von Metallica bis Michael Wendler. Heute Abend gibt es hier Jörg Bausch live in Konzert. Der Schlagerstar wird seine großen Hits wie Großes Kino oder Dieser Flug live präsentieren. Die ersten Fans stehen schon vor der Halle, warten ganz gespannt auf den Einlass, hoffen, dass sie in die erste Reihe kommen, und ich gehe da jetzt gleich mal hin. Es ist kurz vor 6:30, so viele Jörg Bausch-Fans, die warten alle auf den Einlass hier vorne. Hier sind wieder ein paar junge Menschen Schlagerfans heute. Zeig doch mal deine Karte, damit wir auch wirklich sehen, dass wir hier richtig sind. Jörg Bausch in Konzert, Reihe C, da bist du ja ganz weit vorne, glaube ich, oder? 20 Meter. Ich glaube, ich habe hier den kleinsten und den treuesten Jörg Bausch-Fan jetzt gefunden. Du bist die? Liz. Die Liz. Und die Liz ist wie viele Jahre alt? 9. Und die Liz hört seit 9 Jahren Jörg Bausch? Ja. Was würdest du jetzt sagen, wenn du ihn einmal persönlich kennenlernen würdest? Wenn du ihn treffen würdest, was wäre so deine Frage? Würde dir da was einfallen? Da würde ich Hallo sagen und du siehst hübsch aus sagen. Oh. Jörg, hast du das gehört? Hallo und du bist hübsch. Na, bei solchen Fans kann nichts mehr schief gehen. Du bist nicht süß, mach und nerven. Oh, ey, oh, ey. Oh, du hältst mich voll auf Draht. Oh, ey, oh, ey. Für dich gibt es kein Wenn und Aber. Oh, 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 oh. Mit dir geht's immer echt voll ab. Oh, ey, oh, ey. Du bist nicht süß, mach. Jetzt ist er endlich hier bei mir. Jörg Bausch, schön, dass du ganz kurz vorm Auftritt Zeit für uns gefunden hast. Kopfkino heißt dein brandneues Album. Jetzt meine erste Frage, wie muss ich mir dein ganz persönliches Kopfkino im Moment vorstellen, wenn du jetzt gleich an den Auftritt da draußen denkst? Ja, also der Film, der läuft wirklich im Moment auf Volltouren. Man hat echt so noch gerade alles im Kopf. Geht das gut? Und mit dem Titel, also die ganzen Überraschungen und die Effekte, die kommen sollen, ob das alles funktioniert, ob ich textsicher bin, weil ich stelle ja auch heute Kopfkino das neue Album hier vor und singe einige Titel daraus. Und ich habe die vorher noch nie nirgendwo live gesungen, weil das ist so frisch und es ist hier heute eigentlich Premiere. Ist dann dadurch dieses Lampenfieber besonders groß bei dir? Ja, na klar, auf jeden Fall. Ist schon schön, wenn man die Titel irgendwo ein bisschen sicher ein paar Mal auf der Bühne gesungen hat und die Fans auch die Texte kennen. Aber das macht die Sache natürlich für mich umso spannender. Und vor allen Dingen kommt es dann auch noch ehrlicher rüber, ja, wie funktioniert so ein Titel? Wir suchen natürlich jetzt auch aus dem Album, sagen wir mal so, die Songs raus, wo man merkt, oh, die funktionieren gut. Ich habe natürlich auch meine Favoriten daraus. Und das macht die Sache auf jeden Fall spannend. Jetzt hat ja jeder, glaube ich, wenn er so sein Album veröffentlicht und das ist ganz neu, das ist sein Baby, so persönliche Favoriten. Ich habe mir das Album ganz oft angehört in den letzten Tagen. Mehr als eine Party ist zum Beispiel so ein Favorite von mir persönlich. Hast du einen speziellen Lieblingssong auf dem Album jetzt? Also Mehr als eine Party übrigens ist einer von meiner Favoriten auch. Okay. Und zwar gab es diesen Titel allerdings schon auf der letzten Single, aber in einer ganz anderen Version. Und ich dachte mir, der Song ist gut, aber mir hat er auch noch nicht so 100% gefallen. Da habe ich gesagt, fürs Album produziere ich den ganz neu. Mhm. Und genauso wie er jetzt ist, gefällt er mir auch sehr, sehr, sehr gut. Dann habe ich einen Song gehört, Wir sind Wölfe, muss ich dich natürlich darauf ansprechen. Der Jörg Bausch Fanclub heißt das Portal der Wölfe. Das heißt, du hast jetzt wieder einen Song für deine Fans gemacht. Was ist so dieses Besondere zwischen euch? Ja, das Besondere überhaupt ist der Fanclub als solches schon selbst, und der hat sich gegründet schon vor einigen Jahren, fing das ganz klein an. Mittlerweile habe ich einen richtig schönen großen Fanclub, auf den ich verdammt stolz bin, und die haben sich plötzlich alleine das Portal der Wölfe getauft. Und es gibt einen Song von mir, der heißt Wie ein Wolf in der Nacht, der nie eine Single war, das war immer eigentlich nur ein Playback-Titel für die Bühne. Und mittlerweile seit, ich glaube, schon drei Jahre auf jeden Fall, heißt der Fanclub das Portal der Wölfe. Und ich dachte mir halt, wenn schon sich wegen einem Titel ein Fanclub gründet, dann ist das jetzt ein guter Zeitpunkt. Ich hatte auf einmal so die Idee, weil wir haben immer den Spruch gesagt, ja, wir sind die Wölfe, wir sind Wölfe. Mhm. Und da habe ich gesagt, das ist eigentlich genau der Slogan. Wir sind meine Fans, super wichtig. Und dieses Wir-Gefühl ist ganz, ganz wichtig, weil letztendlich, wenn ich da oben stehe und die nicht da unten, dann braucht gar keiner mehr auf die Bühne gehen. Und deswegen habe ich gesagt, und jetzt gibt es auf diesem Album einen Titel für meine Fans, und der heißt Wir sind Wölfe. Finde ich ganz speziell, dass es jemanden gibt, der für seine Fans Lieder schreibt. Hut ab, finde ich ganz toll. Es gibt noch einen Song, da muss ich dich auch drauf ansprechen, weil mich ein Fan vor der Halle vorher, kein Witz, drauf angesprochen hat. Das ist sein Lieblingstitel. Ich sag, das Album gibt's seit gestern, ja, aber er hört es Tag und Nacht. Okay. Die Lady macht alle Gaga. So,
Herr Bausch, entnehme ich dieser Ansage, dass du persönlich auch ein Fan von der Madame bist, oder ist es einfach nur ein nettes Wortspiel von dir? Es ist ein nettes Wortspiel von mir, und die Lady macht alle Gaga ist ein ganz besonderes Lied und für mich auch ein ganz großer Favorit von dem Album. Er ist halt mal textlich ganz was anderes, und ich finde, man kann auch ruhig mal mit den Texten einfach mal in Gegenden rum singen, die jetzt nicht immer nur, sagen wir mal, ein und dasselbe Thema beinhalten. Und ja, Lady Gaga ist, wie der Titel sagt, natürlich denkt man sofort an Lady Gaga, aber ich singe gar nicht von Lady Gaga wirklich, sondern das ist im Prinzip halt ein Titel für alle Frauen dieser Welt, die alles sein wollen, nur nicht normal. Ne? Und die sich irre Klamotten kaufen und halt gerne verrückt sind, Lust am Leben haben und halt so richtig Spaß haben. Ja, dafür halt der Titel, die Lady macht alle Gaga, weil das ist ja, glaube ich, das Ziel der Frauen, oder? Liebe Zuschauer, Sie müssen mal im Internet nach Jörg Bausch live googeln. Ich habe es gemacht vor ein paar Tagen, bin auf ein Video gestoßen, da kommst du auf die Bühne, dein erster Song, und singst ein Wort, und zwar Du von Großes Kino, und das Publikum erledigt den Rest. Denkst du dir auch mal, alter Schwede, so jetzt habe ich es geschafft, oder meine Fans, wie ist das? Also in dem Moment muss ich echt aufpassen, wenn ich dieses Du singe und alle singen weiter, könnte ich eh nicht mehr singen, weil ich habe dann so eine Gänsehaut und so ein Kloß, also das muss ich wirklich aufpassen, dass da ich fast nicht in Tränen ausbreche, das ist so packend, und wenn die Leute deine Texte, die du selbst geschrieben hast irgendwann, so textsicher mitsingen, dann ist das einfach für mich nur der Moment, das tolle Gefühl, und das ist mir im Moment nur wichtig. Ich denke dann nicht, du hast es geschafft oder so, mir ist das viel wichtiger, der Moment, und der ist unvergesslich, und das macht halt Riesenspaß. Meine Abschlussfrage, wer jetzt ein absoluter Szenekenner, hat mich darauf angesprochen und hat gesagt, der Jörg Bausch hat immer die hübschesten Mädels in seinen Videoclips. Wie macht der das? Die Frage möchte ich jetzt an dieser Stelle weitergeben, weil es mich auch selbst interessiert. Okay, ich lege wirklich ziemlich viel Wert auf meine Videos, das hat man schon richtig erkannt, und ich finde, man sollte sich da auch echt Mühe geben, und wenn man was drumherum baut, egal was, einfach was fürs Auge zu bieten. Und ich muss selber sagen, es ist mir bis jetzt, glaube ich, tatsächlich gut gelungen. Mir gefallen die Schauspielerinnen dann auch selber sehr gut, ne? Das ist auch mal ganz wichtig. Ja, aber wichtig ist einfach, das Auge ist einfach mit, und ich finde, bei den Videos sollte man da alles geben. So, ich stehe jetzt hier in der ersten Reihe. Jetzt könnte ich damit protzen, dass ich Jörg Bausch gerade persönlich getroffen habe. Aber ich tue es nicht. Aber was für ein netter, sympathischer Kerl, finde ich sensationell. Und hier stehen die größten Jörg Bausch-Fans, meine ich. Oder ist es so? Richtig! Was macht denn Jörg Bausch so besonders? Seine Musik und seine Lieder und die ganzen Solokonzerte, die sind eh immer klasse. Also ich bin beim fünften Solokonzert, ich war bei allen vieren dabei. Ein Edelfan. Und er macht es einfach toll. Also man merkt, dass da eine ganze Menge Arbeit dahinter steckt bei seinen Solokonzerten. Also er bereitet sich wirklich vor. Er hat eine fantastische Bühnenshow. Ständig wechselnde Kleidung, also das macht er einfach toll bei seinen Solokonzerten, die finde ich einfach klasse. Also wir merken schon, hier sind absolute Experten in der ersten Reihe. Ich glaube, Jörg muss sich heute keine Sorgen machen, wenn er mal einen Text vergessen sollte, dann steht hier jemand, der alle Texte vermutlich auswendig kennt. Jörg Bausch live in Konzert hier in der Köbi Arena in Oberhausen, und Gute Laune TV ist hautnah mit dabei. Ich stehe jetzt hier mitten auf der Bühne, ganz kurz bevor es losgeht, das Konzert. Die Halle füllt sich schon langsam, ihr könnt es sehen. Die ersten Reihen sind schon besetzt, die heiß begehrten Reihen. Und wir sehen jetzt ganz exklusive Bilder von Jörg Bausch live, und ich wünsche ganz viel Spaß. Nur
für eine Show! Was für eine Wahnsinnsatmosphäre! Ich habe Gänsehaut! Sensationell! Jörg Bausch live in Konzert in der Köbi Arena in Oberhausen. Die Menschen stehen, die Menschen jubeln, sie feiern. Und da sagt noch einer, der Schlager ist tot. Hey, der Schlager lebt! Und Jörg Bausch ist das beste Beispiel dafür. Popkino heißt sein aktuelles, ganz, ganz neues Album. Ich würde sagen, kaufen! Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit Gute Laune TV. Wir waren live mit dabei bei Jörg Bausch live und seinem 5. Solokonzert hier in Oberhausen. Das war's von mir. Ich verabschiede mich. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Das geht noch lauter, Oberhausen!